Hallo meine Freunde, ich bin's wieder und diesmal einfach nur eine kleine Info für euch. Es kommen in letzter Zeit keine Livestreams, keine Videos mehr und das liegt einfach, na gut, das liegt vielleicht nicht an meiner zeitlichen Eingrenzung komplett, das liegt einfach ein bisschen daran, dass ich auch im Moment keinen Nerv dazu habe und auch wirklich jetzt, ja, aus persönlichen Gründen, wie soll ich das am besten erklären, ne? Und mit ein paar persönliche Gründe, ich hoffe, mit dem Video kann ich euch ein bisschen kurz darüber informieren und vielleicht schaut ihr es euch auch bis zum Ende an, könnt ihr euch ja selber entscheiden. Ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut, in GTA gezockt, aufgenommen und das dann einfach mit ohne Ton hochgeladen. Seid mir da nicht böse drüber. Ich habe in der nächsten Zeit mal ein Video geplant und einen Livestream und sowas. Muss ich gucken, ob ich das alles so hinbekomme, wie es geht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt ein bisschen entschädigen oder so. Und wäre mal nett, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, ob ich, ja, zu welchen Zeiten ich am besten streamen sollte, weil ich denke mal so 17, 18, 19 Uhr wäre es eigentlich am besten, ne? Und halt am besten auch dienstags, immer morgens, wenn die GTA-Veröffentlichungen sind, also wenn die ganzen Fahrzeuge rauskommen in GTA. Also halt morgen auch zum Beispiel, um, ja, so 11, 12, 13 Uhr, je nachdem, wann es halt draußen ist. Das neue Fahrzeug und sowas. Ich meine, ich könnte es mir vielleicht nicht direkt kaufen oder so, weil ich jetzt irgendwie im Moment keine Kohle in GTA habe. Und auch in den neuen Gegnermodi würde ich gerne ein bisschen Kohle machen mit ein paar Kollegen oder Freunden oder so. Aber das ist leider zu viert und manchmal findet sich nur eine Person, mit der man das dann machen kann, weil die eine Person dann GTA ist oder Bock hat. Und aus dem Grund kann man es dann halt wiederum nicht machen. Randoms kommen auch manchmal gar nicht dazu. Ich meine, okay, es ist freies Zielen, da sind weniger Leute, die sowas zocken. Aber ich meine, die ballern in der offenen Lobby rum, verballern ihr Geld. Können sie auch sowas mal eben machen und ein bisschen Geld dazu verdienen, würde ich mal so einschätzen. Ja gut, an die Leute, die halt Bock haben, können mir auch natürlich dann eben schreiben in die Kommentare, dass sie halt Bock auf den Gegnermodus haben, dann zocken wir den mal. Und ja, zudem halt noch, wie gesagt, ein Stream würde ich eigentlich gerne morgen machen. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Ein Video bekommt ihr wahrscheinlich dann sonst zu dem Fahrzeug, wenn ich mir holen kann. Und mal gucken. Vielleicht, wie das halt so alles läuft, ne? Das, ja, das. Wie soll ich es am besten erklären? Ich hatte ja letztens in den Streams, jetzt wechselt es zum T20, wie ihr seht, das habe ich gestern aufgenommen, oder vorgestern. Also ich habe auf jeden Fall in den letzten Streams ja immer ein Lavi Baby hinter die Links geschrieben. Das war halt, weil ich gestreamt hatte für meine, wie soll ich es am besten sagen, Ex. Hat mich verlassen. Ich weiß, dass meine Mutter wahrscheinlich dieses Video hier schauen wird, weil sie wahrscheinlich die Benachrichtigung bekommt. Deswegen, ja, okay, ich wollte meiner Mutter eigentlich nichts davon erzählen, weil einfach ich rede mit ihr nicht gerne über sowas, weil es einfach sie nichts angeht, finde ich persönlich. Deswegen rede ich mit Freunden eher über sowas, aber okay. Und, was ich jetzt noch sagen wollte dazu. Deshalb bin ich auch in letzter Zeit ein bisschen Depri drauf, sag ich mal. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin da ein bisschen Depri drauf. Ich spiele auch mit offenen Karten, so gesehen. Müsst ihr euch vorstellen, wie Kev halt, VIP mit Kev, er ist ja auch so ein, er ist mein Vorbild, müsst ihr euch mal bisschen überlegen. Der ist so gesehen mein Vorbild und ich bin genauso einer, der spielt halt mir auf den Karten. Der zeigt sich halt euch so, wie ich eben eigentlich bin. Ne? Und aus diesem Grund her würde ich jetzt auch den plappernden Teil beenden. Euch ab jetzt gleich ein bisschen Musik einspielen. Also ein bisschen Musik, hoffentlich ist es keine ja, geschützte Musik halt, ne? Die ich jetzt wieder bei diesem scheiß BSM-Bearbeitungssystem finde, weil mein Lappy ist sowieso im Arsch und ich würde das gerne mit dem Lappy bearbeiten, wenn ich das Video irgendwie kopieren und auf dem Lappy ziehen könnte. Aber die Läppchen muss ich mir erst demnächst wieder holen. So, das heißt, damit wäre ich dann raus. Den Stunt habe ich mal auf der PS3 gemacht, nur da war er besser. Und ja, damit bin ich raus. Haut rein, habt noch einen schönen Tag, Abend, was weiß ich. Und ja, bis zum Stream oder nächsten Video. Ciao. Three, four.
Yeah.